Denn sie spielt und singt dazu voller Zärtlichkeit, was ein jeder hören will, was das Herz erfreut. Dabei träumt sie selbst von Liebe und von einem Kavalier, der sie wie ein Prinzenmärchen einmal wegholt vom Klavier. Abends in der kleinen Bar spielt die Margarete und bei ihr vergisst man schnell, wie die Zeit vergeht.